Veit Hamper bewirbt sich als unabhängiger Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Dreieich. Wir haben ihn auf der Hub vor der Stangenpyramide getroffen. Ja, ich lebe immer in Dreieich oder sagen wir es mal so, ich bin in Dreieich geboren, aufgewachsen, habe die ersten 21 Lebensjahre in Dreieich gelebt, habe dann studiert in Gießen, in Darmstadt Referendariat, mal ein paar Jahre in Frankfurt gearbeitet und lebe jetzt wieder in Sprendlingen in der Wingertstraße mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter. Also vom Beruf bin ich Rechtsanwalt und auch Finanzanalyst. Ich habe die letzten 15 Jahre in Frankfurt in unterschiedlichsten Funktionen bei Banken, bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gearbeitet und hatte dann jetzt im Zuge der Bürgermeisterwahl vor der Frage gestanden, wie ich das vereinen kann und habe dann meine Prioritäten auf die Bürgermeisterwahl gesetzt. Genau, und jetzt konzentriere ich mich voll auf den Bürgermeisterwahlkampf und denke, dass ich da auch ganz gut im Rennen liege. Beruflich war ich die letzten Jahre immer sehr eingespannt. Das hatte die nicht so schöne Folge, auch für meine Familie, dass ich wenig Zeit habe. Die Zeit, die ich habe, verbringe ich auch dann am liebsten mit meiner Familie. Wir machen viel im Grünen, viel draußen, sind viel Fahrradfahren. Wir haben an unserem kleinen Häuschen haben wir ein Gärtchen, in dem wir viel uns aufhalten, mit Freunden grillen, was man so tut. Sport ist sicherlich auch ein Teil. Wir haben sonntags einen kleinen Lauftreff, also regelmäßig tätigen wir uns dann auch ein bisschen sportlich. Also ich würde mal sagen, ein so ganz normales Leben. Ja, unser Häuschen in der Wingertstraße, das wird jetzt auch dann bald 100 Jahre alt. Wir hatten das vor ein paar Jahren gekauft, müssen dann auch einiges dann auch sanieren und machen, aber sehen das auch als einen Prozess an. Also wir sind da nicht so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt ein schlüsselfertiges Haus, sondern wir leben da drin. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr bezeichnend auch für das, wie meine Frau und ich unser Leben so eingerichtet haben. Ja, zum Thema Hobbys vielleicht noch. Wir sind sehr, sehr gerne draußen. Also ich ganz besonders. Ich bin in der deutschen Waldjugend aufgewachsen damals. Das ist so eine Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und war sehr viel draußen. Und deswegen, wenn Sie mich nach Hobbys fragen, ist so ein Hobby vielleicht Pilze suchen gehen. Das hat sowas mit, man weiß nie, was man findet. Und erinnert mich immer so ein bisschen an früher, an Ostern. Und das ist eine ganz tolle Beschäftigung. Also ganz besonders großartig finden wir die Dreieichhörnchen. Da haben wir den Geburtstag unserer Tochter gefeiert. Das ist eine ganz tolle Sache, wie da mit Liebe, mit Sinn und Herz und Verstand da Freiräume für die Kinder geschaffen werden. Das ist eine ganz, ganz lobenswerte, tolle Sache. Und die überlege ich auch, ob ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten dann auch jetzt aktiv dann mit unterstützen werde. Die Hub hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Das ist zum einen, stellt sich ein Gefühl der Größe, der Freiheit ein, weil das die höchste Erhebung ist und man einen wunderbaren Blick hat in Taunus über die Skyline von Frankfurt mit ihrer Wirtschaftskraft, über den Flughafen, der auch dann ein gewisses Fernweh vielleicht weckt. Auf der anderen Seite sieht man unser schönes Dreieichenhain mit der historischen Altstadt, was dann so das Gefühl der Heimat auch ausdrückt, mich persönlich. Verbindet mit der Hub auch recht viel. Ich kenne das noch, als das hier nur Äcker waren. Da gab es die Erdbeerfelder noch nicht, da war noch gar nichts da. Wir fahren im Sommer gerne mit dem Fahrrad hier rum, haben ganz in der Nähe unseren Polterabend gefeiert beim Obst- und Gartenbauverein. Das ist so für mich hier der Ort, an dem ich mich zu Hause fühle.